So, Habibis, Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich babbel gar nicht lange rum. Lasst es euch schmecken. Ich sage, let's go in the window und du machst dein Handy hinten kaputt. So, ich fange einfach mal mit Kurzclips an. Bist du hier geboren? Nein, ich bin in Bergen geboren. Wo? Danke, Eddie. Guten Appetit, wo denn? Auf Bergen. Er ist auf Bergen geboren. Wie vom Bergen, was ist das? Bergen. Achso, Bergen? Ja. Zwei, genau zwei haben sich jetzt gefunden. Das ist ein Gespräch. Aber wo an den Bergen? In Diyarbakır. In Indien? Er sagt Diyarbakır, er sagt Indien. Und Diyarbakır. Was ist denn in Diyarbakır? Das ganze Indien. Wow! Ja. Also da in der Nähe, also Indien, Sri Lanka, alles da? Wir dürfen kein Kuhfleisch essen. Das ist haram. Siehst du, da hast du schon teils vegan verstanden. Ja. Und kannst du die Sprache auch? Ja. Ja, kannst du es was da lassen ein bisschen? Weißt Er sagt, wer ist das Also hier? deine Bergsprache. Kannst du es was da lassen? Sag mal was auf Kurdisch, Ibo. Indisch erstmal. Oder so wie er meint. Kozikeri. Kosikeri? Ja. Was heißt das? Ich hab mich nicht. Alles wird irgendwann vegetarisch. Hey, was ein geiler Clip. So, wir machen mit den Clips weiter. Du kennst auch viele Kurden, hast du gehört? Ja, Wallah, ich kenne sehr, sehr viele Kurden. So, diese ganzen Kurden, was du kennst, die stabilsten Kurden, die du verdienst, sind nur Leute aus Diyarbakır. Ja. Der Hauptdings ist Diyarbakır. Bist du aus Diyarbakır? Ja. Wallah, Yasir, seine Blicke sind so legendär. Und unsere Leute sind bekannt. Die regieren halbe Türkei. Ja. Antalya. Antalya. Izmir, Istanbul, alles ist unter unserer Hand. Wir und Türkei, guck mal, Türkei gibt es zwei. Aber wenn diese Städte alle unter deiner Hand sind, deine Hand. Nicht meine, unsere Leute. Aber auch von dir. Guck mal, wir haben damals Stadt, türkische Stadt, hat diese Menschen, die Bosnen, alles getötet, auf einen Schlag. Allahu Akbar, ja. Becet, guck mal, lass mich den Namen nicht reden. Lass, guck mal, Türkei gibt es zwei, Zaza und Lass, die regieren die Türkei. Ja. Das sind zwei Aschiret, einmal die aus Trabzon und aus Diyarbakır. Okay. Immer waren die Diyarbakır immer vor, jetzt sind Lass reingekommen, durch Erdogan ist gekommen. Tamam. Ja. Also ich will sagen, diese Menschen gibt keinen Spaß. Wenn die sagen ja, ist ja. Gibt keinen Spaß. Ach so. Und was ist deren Rolle da? Was machen die da? Bitte? Was ist deren Rolle da? Was machen die da? Alles, was gibt, alles, was in der Welt dreht, haben ihre Finger ist überall drin. Und du bist überall involviert. Du weißt Bescheid, meine ich. 100% sicher. Du bist Clanboss von Europa, Bruder. Aber ist Türkei noch in Europa? Nein. Also von Türkei bist du nicht. Ich meine, die Clan von Höhe sind alle in meiner Hand. Okay, aber von Türkei hast du nichts dazu zu tun. Meine Onkel haben was zu sagen. Also hast du zu tun. Ja, sicher. Also bist du international. Ah, danke schön. Clan Europa lassen wir jetzt. Jetzt sind wir international Clanboss. Der Boden bebt. Macht du, 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 du. Alter. Weißt du, was das ist? Was ist das? Nimi, oder was ist das? Pflaume? Nee, ist kein Pflaume. Sag mir mal bitte, was ist das? Pflaume. Nein, ist kein Pflaume. Weiß ich nicht. Guck mal. Komm, ich bring mal Messer, ich zeig euch, was das ist.
Ich gehe in der Türkei und Mama sagte, ich muss hier links waschen. Guck mal. Guck mal. Weißt du das? Was ist Mango? Passionfrucht? Weißt du, was das lustig ist? Ich glaube, er weiß nicht selber, wie es heißt. Noch nie gegessen, ne? Wer? Ich noch nie. Nein? Nein. Musst du Security bekommen. Wenn ich dir schon frische Garnelen. Mit Kürtibo kannst du leben. Du brauchst Minimum 5 Kinder. Minimum, weil du starke Frau bist. Ich sehe das doch von hier. Wo bist du denn? Zu Hause. Der Schrank ist komplett schwarz. Ja. Ey, was ein Film, ey. Digga. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir in unser Highlight rein. Manu Elsen disst Coach Frankie. Let's go in a window. So denkenmäßig. Ja, das ist. Haller, jetzt ganz kurz eine Frage an dich. Haller, Coach Frankie, er hat ja von alleine einfach angefangen. So. Okay. Warum ist, also ist nur eine Frage, warum ist es zum Beispiel bei dir so, dass du nicht einfach denkst, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich höre ihn gar nicht zu. Ich antworte gar nicht darauf. Stell dir vor, warte, ich sag dir ein Beispiel. Stell dir vor, Halle, du weißt, was der Amitelo gerade, er sagt die ganze Zeit im Internet, Anik Baladak, Baladak, das ist das Gleiche. Ja, okay, aber ist er am Anfang an direkt so raufgegangen? Ja, ja. Direkt, Bruder, hat gesagt, ich kaufe Manuelsen, ich esse ihn, ich esse seine Kinder, Bruder, ich würde ihn umbringen eigentlich. Hat er direkt so angefangen, Manu? Direkt von nix, von nix. Ja, ich verstehe nicht, er steht in Edeka, Bruder. Guck mal, was er sagt. Guck mal, er steht in Edeka. Und Bruder, man darf nicht vergessen, der hatte damals, zu der Zeit, der hatte fast 100.000 Follower, mo? Ja. Jetzt steht der in Edeka, Bruder, und er. Digga, Coach Frankie, ich sag euch ehrlich, hat Minimum 10, nicht mal 15.000 Follower auf Insta. Auf Insta. Und jetzt sind es über 200.000. Er sagt, er will meine Familie essen. Ich glaube, ich bin der einzige Junge, der in einem Stream oder in einem Reaction da sitzt mit 20 Jacken hinter sich. Wallah, ich achte gar nicht auf sowas. Jemand anderes wird die erstmal wegräumen und so. Bei mir ist es so, sind 20 Jacken hinter mir. Wollen Sie kaufen? 1 Euro. Und kauft Schokolade. Und kauft Schokolade. Ja, genau, der hat im Schokoladenregal hat er genommen. Ich meine so, oh, ich esse jetzt Manuelsens Familie. Wallah, krank. Das ist ein Peach. Dann geht der in einen Ofen, seine komische Alte da, die backt Brot im Ofen. Das verstehe ich auch nicht. Eine starke Frau mit Vernunft würde das eigentlich verhindern, so eine Story zu machen. Weil, wie ihr sehen könnt, wirft das automatisch auch ein schlechtes Licht auf sie. Wie oft bekomme ich irgendwelche Wutanfälle und mache Sachen, wo Anna kommt und mir das Handy aus der Hand nimmt und sagt, nein, das machst du nicht. Sie hilft mir. Sie hält mich vom Bösen ab. Sie gibt mir Tipps. Sie steht da, sitzt da manchmal und sagt, ey, nein, sag das und das nicht. Ich küsse dafür ihre Stirn. Also so geschnittenes Brot will die im Ofen so heiß machen und da ist eins so verbrannt, dann sagt sie, oh, das sieht aus, als käme das aus Afrika. Das sagt seine Frau. Nein, das sagt er zu seiner Frau. Das essen wir nicht, Schatz, sagt er. Nein, das ist... Ich würde gerne so viele Ausdrücke sagen, aber mein Account ist gesperrt. Ich habe heute einen Account mit Ali, mein blauer Haken-Account ist gesperrt für immer. Weg. Ich habe jetzt. Lag dieser Sohn einer Schlick. Allah. Ich verstehe nicht, wie er rausgeht. Ich verstehe nicht, wie er spazieren geht. Ich verstehe nicht, wie er in Fitness geht, ohne dass seine Mutter gerext wird, Digga. Ich verstehe das nicht, Wallah. Ich sag dir genau warum. Lass mal seine Mutter aus dem Spiel. Deine Mutter ist daran schuld. Sag's, Manu. Nein, sonst wirst du wirst gesperrt, ist dein Account. Das ist Blödsinn, Digga. Seine Mutter kann gar nichts dafür. Wie viele unmögliche Kinder gibt's da draußen, wo die Mutter hinterher weint und sagt,
warum ist mein Kind nur so geworden? Es gibt auch Mütter, die ihre Söhne vor die Tür setzen und sagen, du bist nicht mehr mein Sohn, Digga. Schande auf dich. Ja, das können wir nicht wissen. Sie hat... Ich sag nur Anzeigenhauptmeister. Was hat sie gemacht? Sie hat sich zensiert, vor die Kamera gesetzt und gesagt, was macht mein Sohn da? Das kann er doch nicht bringen. Nein, auf Arabisch. Und deswegen, Bro, ist sie daran schuld, dass sie diesen unerzogenen Bengel... Wallah, sie hat damit nichts zu tun. Die Mutter hat damit nichts zu tun, Bruder. Das ist einfach so. Weiß deine Mutter alles, was du machst, ja, Khara? Wallah, meine Mutter weiß alles, was du machst. Ich grüße dein Herz. Weiß sie alles, was du machst? Bruder, wenn ich mir selber schade, indem ich ein rauche, ich nehme nichts anderes, das weißt du, kein Zigaretten, nichts, kein Trinken, gar nichts, nur das, Medizin. Ja, wenn ich das nehme und mir selber schade, Bruder, ist es doch mein eigen. Ich schade mir, nicht anderen Menschen. Ahui. Das ist ein Unterschied, Bruder. Verstehst du? Ja, aber Bruder, dir selber zu. Bruder, wenn wir Witze machen, Bro, dann machen wir Witze, Dicker, so. Ja, aber wenn ich einen Fehler mache, was hat meine Mutter damit zu tun? Die ist zu Hause, ich weiß doch gar nicht, was ich mache. Kala Ali, das doch Kulikshimo. Guck mal. Wir sind Leute, ne, wir sind Leute, und auch wenn ich deutsche Eltern habe, okay, aber wenn ich auch deutsche Eltern habe. Das macht keine Rolle, auch wenn deine Eltern. Ja, doch, aber so. Spielt doch gar keine Rolle. Guck mal, Leute, wenn ich mich benehme im Internet wie die Axt im Walde, dann ich beleidige dies, das. Ich mache. Das ist ein Fehler, ich weiß das selber, ich weiß, das ist schlecht. Aber ich mach's, weil mir das zu dumm ist, mit Leuten in die Argumentation zu gehen und denen zu meine Emotionen zu erklären und dann auf deren Antwort zu warten. Nein, du bist ein Dings, so Punkt aus Ende. So, das ist der kürzeste Weg. Weißt du, ich meine, ich kann reden, ich kann diskutieren, man kann mit mir reden, ich bin der liebste Mensch der Welt, aber nicht mit so primitiven Leuten. Was ich dir sagen will ist, wenn wir uns daneben benehmen im Internet, dann kommt entweder kommt Gia zu mir und sagt, Reihe, da schweine Berg gemag. Ich sag okay. Dann sag ich, was ist los, mein Bruder? Dann wird dir sagen, Tala, guck mal, in der Sache, du bist im Recht, aber da hast du falsch gemacht, mach das in Zukunft nicht, weil sonst du bist nicht mehr im Recht und dies, das. Also, Leute probieren uns, machen sie uns darauf aufmerksam, wenn wir falsch machen. Aroftun, was bei diesen Leuten, bei Hey Coach Frankie, guck mal, was er alles sagt, aber er hat diesen Menschen nicht in sein Leben, der auf ihn aufpasst, der ihm sagt, hör mal zu, du machst falsch. Willst du mir sagen, wenn seine Mutter weiß, dass er im Edeka ist und über andere Leute sagt, ich esse jetzt deine Familie, weil sie schwarz sind, dass sie sagt, machst du gut, mein Junge? Sag, seine Mutter hat ihn mit 14 weggeschickt, weil sie konnte ihn nicht ertragen. Habt ihr das gehört? Ob es stimmt, wissen wir nicht, ne? Das ist genau so ein Ding, was ich eben erwähnt habe, wenn es so gewesen ist. Nein, Bro. Vielleicht hat er sie gefistet. Ich finde sowas nicht witzig, Leute. Doch, deine Mutter ist eine Schlick. Wohin willst du? Ganz ehrlich, Wallah, ich bin auf Kays Seite. Weißt du warum? Gag. Das ist Ibn Haram, der bichke hek al Ard al-Nas, ja? Hey, Emu Sharmuta bin Amir. Bichke al Ard al-Nas, und er bichke ala Sharaf, und er bichke ala Hautfarbe und dies und das und das. Oh Mann, wenn meine Mutter das wüsste, sagt sie, würde meinen Vater knallen. Sie würde mich auseinandernehmen, Bruder, bei Allah. Das würde sofort zu meiner Mutter gelangen. Adi, vergiss diese political correctness. Nein, macht man nicht. Eib und dies, das. Wann hat einer gesagt bei uns Eib, wie die machen? Wann hat das einer gesagt? Eib. Bruder, nur weil jemand schadenfloss ist, muss ich auch so werden, Bruder. Hast du recht. Ja. Aber bist du. Warte. Und wenn ich nicht mal Rücksicht nehme auf einen, seine Mutter, dann muss man nicht mich wundern, wenn einer auf meine Mutter keine Rücksicht nimmt, Bruder. Bruder, seit meinem Alhamdulillah, Bruder. Weil ich mache auch Sachen, die wie Axt im Walde sind. Ich habe auch schon Schandtaten hinter mir gebracht. Aber meine Mutter hat damit nichts zu tun. Meine Mutter betet, meine Mutter lügt nicht, meine Mutter betrügt nicht, meine Mutter hat nie einem Menschen was getan. Aber der will abhauen. Der dachte, ich gehe, sagt er. Genau. Wohin gehst du, ja? Besser. Ja, deine Meinung zählt auch bei Allah, du bist auf meinen Kopf.
Bruder, lass diese Thema, will ich gar nicht mehr reden, Wallah. Ich sagte ihm das 10 Mal, der soll gar nicht mehr den erwähnen, der sitzt wieder in TikTok und redet über einen Menschen, der sinnloseste Mensch, der überhaupt in der Weltgeschichte aufgetreten ist, Wallah. Bruder, der hat eine Plattform bekommen für nichts. Ja, Wallah. Aber ey, da muss Manu von Anfang an dran schuld. Jetzt sind wir doch schon drin, ey. Er denkt, Khariani. Ja, Khariani. Wen hat Manu schon alles Plattform gegeben? Lass mich nicht reden, wenn du alles Plattform gegeben hast. Gott ist groß, aber Leute, die ich nicht mal angucken würde, hast du Plattform gegeben schon. Lass mich nicht reden, wenn du Plattform gegeben hast. Was los ist hier mit uns? Ihr habt uns die größte Bella seit 20 Jahren geholt. Wer denn? Wer denn? Der fuck noch, wer denn? Guck mal, der geht raus. All right? Nein, er kommt wieder. Wo da? Gibt's gar nicht. Das sagt ja, nur hinter dir einfach. Ali hat auch recht. Es gibt, Manu hat Leute zu Star gemacht. Aber Bruder, das Problem ist, wir stecken doch auch nicht in seinem Körper und seiner Hautfarbe. Wir wissen doch nicht, wie es ist. Ja, Baby. Wie kann ich, ich verstehe nicht, wie ich daran schuld jetzt sein kann. Wallah, ich check das. Bruder, ich verstehe dich zu 100%. Wallah. Wallah, der davon, wo wir privat telefoniert haben, haben wir auch ein, zwei Namen so genannt. Mhm. Die Stars geworden sind wegen dir. Und die aber gesagt haben, die haben dich zum Star gemacht. Also ja. ich bin immer noch dafür, dass Fio aus Kongo seine Mutter bängt. Wallah, immer noch. Aus Kongo müssen die sein. Wallah. Kongolesen sind groß und stark, Wallah. Ich meine doch, Bruder, die haben auch diese Asai. Also ich bin immer noch der Meinung, was kann die Mutter dafür? Nix. Komm, Ali. Damit wenn du als Ausländer niemals willst, ja, er hat vorhin gesagt, wenn jemand mich, meine Familie, meine Mutter so beleidigen würde, ich würde, ja, wenn du willst, dass jemand das dich bei dir macht, dann macht das auch nicht. Und er macht's. Er geht die ganze Zeit auf die Familie, auf die Mutter. Ich nehme Coach Frankie auf keinen Fall in Schutz. Ihr wisst, ihr kennt meine Einstellung gegenüber ihm. Mit er spürt, was? Ich habe ihn Nankör genannt, jetzt nennt ihn jeder so. Der ist schwarz sein. Hitler ganz kurz sofort wieder. Hi, warum? Ich habe Arabisch geredet. Hat er nicht, hast du nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Bruder, Ali ist aber auch ein sehr, sehr sensibles, schwieriges Thema, ja, Selami. Wallah, ihr seht das so leicht. Ich bin nicht sensibel, Bruder. Ich bin nur emotional sensibel, wenn es um sowas wie Mütter und Väter geht, Bruder. Weil ich einfach nicht einsehe, dass wir jemanden beleidigen oder jemand seine Eltern beleidigen, obwohl er scheiße ist. Wallah, er ist der Einzige, der da reif ist. Sehe ich nicht ein, Bruder. Und nicht, weil ich ein guter, besserer Mensch bin als ihr. Ich bin nicht besser als ihr und nicht schlechter als ihr. Aber weil ich mache auch Fehler und ich will nicht, dass dafür meine Mutter beleidigt wird. Ganz einfach. Das ist doch ganz klar, ganz klares, normales menschliches Denken, Bruder. Was? Meinung. Okay. So, Bruder. Susan. Hast du das schon gemacht? Khalas, Jihad ist back. Jihad, wo ist Jihad, Khaya? Guck mal, ich hol jetzt extra den Stuhl hier neben mich. Nein. Jihad, Rabak, Jihad, wir brauchen deine Meinung auch, Khaya. Nein, Khalas, wir reden über was anderes jetzt. Jalla. Wir reden was anderes. Nein, wir reden über was anderes, Wallah, komm. Ja, was soll wir reden, Jihad, Wallah, bester Mann, Jihad. Ey Leute, habt ihr das gestern mit dem Rapper gesehen, mit diesem Serodix? Ich habe schon darauf reagiert, leider wird es überprüft. Habt ihr das gesehen, was da passiert? Mit dem, er fällt auf den Boden, steht auf, die anderen zwei rennen weg, weil ihm was aus der Tasche fällt. Er nimmt das und, Alter, Digga, was ist da passiert? Oh my goodness, oh my goodness. Ey, bevor wir weitermachen, bevor das so sich in die Länge zieht, switchen wir einmal, denn hier gibt es auf jeden Fall was ganz, ganz Interessantes. Ich habe sogar in den Kommentaren gelesen gehabt, wie kannst du nicht darauf reagieren? Ich hatte es nicht gesehen, Leute, aber jetzt habe ich es gesehen. Hallo zusammen, hier ist Hu. Dieses Video wird eine Fortsetzung oder besser gesagt Ergänzung meines letzten Videos. Ihr müsst verstehen, bei all den Informationen, die mir vorliegen, ist es schwer, den Durchblick zu behalten, auch wenn ich über Insider-Informationen verfüge. Also ich habe das von gestern auch nicht verstanden. Ne? Maestro schießt, die Management von Mois schießt und hier und da wird bedroht. Und plötzlich, ein paar Stunden später, wird in den Stories Rede gemacht.
Und Hu zeigt uns jetzt bestimmt. Deshalb fasse ich das nochmal kurz und verständlich zusammen. Ich bin verwirrt. Mir wurden von mehreren Personen unabhängig voneinander Informationen zugespielt. Ob die Informationen letztlich zu 100% richtig sind, bleibt noch abzuwarten. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich erkläre jetzt auch wieso. In diesem Video habe ich bereits Chat-Nachrichten veröffentlicht und vorausgesagt, dass Mois und Shieno beabsichtigen, in irgendeiner Art und Weise gemeinsame Sache zu machen. Wie wir heute wissen, hat sich das bewahrheitet. Nun habe ich in meinem neuen Video weitere neue Informationen veröffentlicht und versichert, dass diese auf Nachweisen wie zum Beispiel Audios, Dokumenten und Nachrichten beruhen, die mir vorliegen. Vielleicht hat euch das als unbeteiligte Zuschauer nicht ganz eingeleuchtet. Aber nur kurze Zeit, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, wurde ich von dem Management von Mois angeschrieben, welche sich ganz offensichtlich etwas geschockt zeigt. Nettes Video und offen gesprochen, machst du einen Angst. Wir kommen leider nicht an die Aufnahmen der Festnahme, hast du eventuell welche erhalten? Hey, wundert euch sicherlich, woher ich die Infos habe. Ich habe noch mehr Infos, ich möchte aber nicht für noch mehr Unruhe sorgen. Deshalb habe ich vieles zurückgehalten. Ich kann euch aus bestimmten Gründen nicht sagen, was ich noch alles habe, aber Videos habe ich auch. Wir bräuchten nur Videos der Festnahme. In allem anderen werden wir die weder was vorschreiben, noch versuchen, dich einzuschränken. Meine Bitte ist nur, lass die Familie da raus. Und das ist eine aufrichtige Bitte. Weil es ist einfach nicht anständig ist. In allem anderen steht dir deine künstlerische Freiheit zu. Wir respektieren das bei anders als bei anderen kleinen YouTubern, die, okay, das kann ich nicht ganz lesen, kennen und auch noch rasant. Vielen Dank, ich habe tatsächlich auch Infos über Familienangehörige und auch Hintermänner bekommen. Aber ich verspreche euch, ich werde nichts davon veröffentlichen. Okay. Kannst du gerne machen, wir möchten dann auch keinen weiteren Einfluss auf dein Video nehmen. Ich hoffe, du verstehst das. Neigten. Denn beispielsweise war bis dato nie in der Öffentlichkeit von einem Pascal W. die Rede, der im Zusammenhang mit den Spendengeldern stehen soll. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass Shieno mein vorletztes Video kommentiert hat. Aber das letzte Video von mir ließ er umkommentiert. Denn ich habe darin gesagt, sollte einer der Protagonisten behaupten, meine Informationen seien falsch, werde ich das Gegenteil beweisen. Das würde aber wiederum heißen, ich müsste weitere Leaks veröffentlichen und das wollen wir doch alle nicht, oder? Würde ich so handeln wie eine bestimmte Gruppe von Menschen, hätte ich alle Inhalte ohne Skrupel auf Verluste veröffentlicht. Das würde mein Video sofort viral gehen lassen. Ich hätte also nur Vorteile dadurch. Aber ich besitze Anstand und Prinzipien. Jetzt möchte ich... Ein unbekannter, anständiger Mensch. ...möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen oder korrigieren. Denn wie auf Instagram bereits erwähnt, habe ich das letzte Video in nur 8 Stunden recherchiert und verarbeitet, nur um euch so schnell wie möglich auf dem aktuellen Stand der Lage zu halten. Da kann es natürlich zu Flüchtigkeitsfehlern kommen. Mir wurde folgender Screenshot zugeschickt. Ich habe die Telefonnummer bereits auf ihre Richtigkeit geprüft. Hier wurde ein Termin vereinbart. Es war aber nicht der 22.04., sondern Montag, der 25.03. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Mois festgenommen wurde. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass momentan im Internet ein Video kursiert, welches den angeblichen Polizeieinsatz zeigen soll. Es wird gesagt, dass es sich bei der Stadt in diesem Video um Bochum handeln soll. Das kann ich aktuell weder bestätigen noch verneinen. Es kann sich dabei aber auch um eine Falschinformation handeln. Denn nach den Infos, die mir momentan vorliegen, soll das Treffen tatsächlich in Hamburg im Hotel The George stattgefunden haben. Dies geht auch aus dem Chatverlauf hervor. Dann müssen wir nur noch zwischen 2 Hauptthemen unterscheiden. Einmal geht es um die Streitfrage zwischen Medical Detective Vibes gibt er mir. Mois und Shieno, bezogen auf die Geldschulden, also wer schuldet wem wirklich Geld. Hier ist auch die Geschichte mit dem iClip eingeschlossen. Und dann ist da noch die Story mit den Spendengeldern. Die beiden Themen hängen irgendwie auch zusammen, sollten aber verschieden betrachtet werden, da es sonst schnell zu einem Durcheinander kommen kann. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar ergänzende Informationen zu der Geschichte mit den Spendengeldern und dem Typen namens Pascal W. veröffentlichen. Die E-Mail, auf der die Spenden eingegangen sind, lautete auch nicht mois@unsold.com, sondern mois@unsale.com.
nirgendwo besser anlegen als dort, wenn ich Gutes tun will. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei dieser guten Tat, werde ich meinen PayPal-Link hier natürlich einblenden und in die Beschreibung tun, weil je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir da unten machen. Ich bin jetzt kein Milliardär, ich muss auch Steuern zahlen, ich muss auch Videos drehen. Jeden Tag wird in Videos Geld gesteckt. So, es ist halt, ich habe auch eine Familie, die leben muss. Ich habe auch 15 Mitarbeiter, die ihre Gehälter verdienen. Das ist wirklich sehr wichtig. Denn wenn ihr in eurem Browser unsale.com eingibt, kommt ihr direkt auf die Seite von diesem Pascal W. Wenn ihr dann noch auf Impressum geht, seht ihr, dass dort Pascal W. als Geschäftsführer angegeben ist. Hier ist noch ein gemeinsames Foto von Mois und diesem Pascal. Das sind alles öffentlich zugängliche Informationen, deshalb kann ich das auch unzensiert veröffentlichen. Mir liegt sogar der Ausweis von Pascal vor. Es liegen mir auch Verträge. Wie krass, gell? Auf was und so weiter, kommt. Vor die ich aber aktuell noch analysiere. Möglicherweise erinnert ihr euch noch an dieses Video von Mois. Ich glaube, ich erdet es uns immer. Das ich habe auf jeden Fall auch im Hintergrund gehört, dass es nicht nur eine ist, sondern mehrere. Das habe ich auch gehört. Woher ich es gehört habe, leider kann ich diesen Namen nicht spoilern. Es geht leider nicht. Ich würde uns immer erden. Ich werde so viel Cash, wie ich kann, jetzt sammeln. Ich habe so 10 Racks auf der Seite gehabt, bis 15, die ich für nächste 5-6 Videos verwenden wollte. Die werde ich lieber in Afrika verwenden. Ich glaube, das ist auch viel besser. Aber je mehr wir haben, desto mehr können wir natürlich erreichen. Und deswegen werde ich auch meinen PayPal-Link verlinken hier unten. Alter, stellt euch mal vor, guckt euch das mal an. Ein riesengroßer YouTuber in Deutschland, wo sein Name wirklich ganz, ganz weit an der Spitze ist, fährt in arme Länder oder fliegt in arme Länder, zeigt da diese Leute, die hungern oder die beim Erdbeben gestorben sind, stellt sich dahin, hält eine emotionale Rede neben diesen Leuten, um sie auszunutzen und sagt, ich verlinke euch mein PayPal, damit ihr diesen armen Leuten spenden könnt. Und dann spenden die Leute und diese Person denkt sich, Jackpot. Das ist meine Reichweite. Ich steck das ein, flieg wieder nach Hause und frisst das ganze Geld, was ihr gespendet habt. Und diese Leute, die im Video waren, denen verdanke ich und plus meiner Reichweite, dass ich das ganze Geld abkassiert habe. Boah, also wenn sowas sein sollte, wenn sowas stimmt, dann ist er der Erste, der in die Hölle kommt, meiner Meinung nach. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Also wir warten auf das dicke, fette Statement von Mois, ne? Also könnt ihr das natürlich mit beweisen. Tun. Aber selbst wenn ihr es nicht tut, ist alles, was ich bin, nur durch euch entstanden. Deswegen fühlt euch gar nicht schlecht. In diesem Video hat er wieder Spenden eingesammelt, aber diesmal für Kinder in Afrika. Damals durfte Mois aber aufgrund seines Reisepasses nicht nach Afrika fliegen. Daraufhin habe Pascal das für Mois übernommen und sei nach Afrika geflogen. Es gab auch mal einen kleinen Videoausschnitt, wo Pascal in Afrika war, aber das Video wurde mittlerweile aus dem Netz entfernt. Das Wichtigste ist aber, dass die Spendengelder auf das besagte Konto mit der E-Mail Unsale empfangen wurden. Und ein Blick in den Gesellschaftsvertrag macht unmissverständlich klar, dass es sich hierbei um das Unternehmen von diesem Pascal handelt. Genauso unstrittig ist auch, dass Mois mit dieser Firma irgendwie in Verbindung steht. Man sieht, dass eine Tochtergesellschaft gegründet wurde mit dem Namen Mois Unsale UG. Ich habe auch die privaten Verträge und Vereinbarungen der beiden Personen, aber wie gesagt arbeite ich noch daran, diese auszuwerten. Da wir nun die ganzen Fakten abgearbeitet haben, kommen wir zu der, ich sag jetzt mal, Theorie. Zwar habe ich diese Informationen aus erster Hand erhalten, kann es aber aktuell noch nicht mit Sicherheit bestätigen. Dennoch scheint das Ganze sehr plausibel zu sein. Bei dieser Theorie handelt es sich auch nicht um meine eigene Meinung, sondern die Meinung der Fraktion um Mois. Sie werden also so argumentieren. Denn ich habe mitbekommen, dass dieser Pascal sich bald zu Wort melden wird. Die Spenden seien auf das besagte Konto, welches ja ganz offensichtlich diesem Pascal zuzuordnen ist, eingegangen. Pascal habe dann wiederum einen Teil des Geldes auf dem Konto behalten. Er habe davon die Geschenke gekauft, welche Mois wiederum in seinen Videos an die Zuschauer verschenkt hat. Die Spendengelder seien dann teilweise in Bar und teilweise per Konto an die Menschen in Türkei ausgezahlt worden.
Ich möchte aber hier die Theorie noch nicht weiter fortführen, da mir weitere Dokumente zugespielt wurden, die ich aber noch nicht abgearbeitet habe. Ich bekomme wahrscheinlich in den nächsten Tagen weitere neue Infos, die für etwas mehr Klarheit sorgen werden. Da wir nun das Wichtigste abgearbeitet haben, gibt es noch ein unwichtiges Thema, was ich kurz ansprechen möchte. Es gibt da noch ein Gerücht, was momentan die Runde macht. Und zwar sagt man, dass Ruß hinter diesem Kanal stecken soll. Jeder Mensch mit nur 3 Gehirnzellen muss aber wissen, dass das nicht sein kann. Ruß und Mäus sind erbitterte Feinde. Ruß würde also niemals ein Video veröffentlichen, was möglicherweise auch nur ansatzweise zugunsten von Mäus sprechen würde. Ich versichere euch, Ruß hat mit diesem Kanal in keinster Weise irgendetwas zu tun. Ich stehe mit ihm auch nicht in Kontakt. Ich weiß aber auch, von welcher Fraktion diese Gerüchte in die Welt gesetzt wurde. Es sind diejenigen, die förmlich nach Aufmerksamkeit schreien. Aber keine Sorge, ich werde mich noch um euch kümmern. Und folgt mir auch auf Instagram. Crazy, Mann. Crazy, Digga. Da, ja, da. Achla Sharik, Wallah. Ich dachte, du gehst. Ist er doch geblieben? Ja, ist doch geblieben. Ah, da, Habib, wir haben hier ein Ishtema, Bruder. Halla Ishtema. Alena, Harb Shokra, Ufsat, deswegen. Wallah. Ach, 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 Shabab, Wallah, Shabab. Aber Ali, soll ich dir mal sagen, Khair? Ja. Wallah, eigentlich redest du richtig, Wallah. Muss ich dir sagen. Oder Haram, Wallah, Haram. Wallah, du redest richtig. Eigentlich, ja. Hast du noch nie Scheiße gebaut? Hä? Hast du noch nie Scheiße gebaut? Einer? Ja. Oho, oho. Oder jeder, der hier drin ist, hat mega, mega viel Scheiße gebaut. Oder tut's immer noch. Genauso wie wir auch. Keiner von uns sind unbeschriebene Blätter. Ich sag das immer wieder, aber was können die Mütter dafür? Und stell dir vor, jeden, wenn du gemacht hast, die alle hätten auf deine Mutter. Warum? Wir schaden uns selber. Also ehrlich, Ali, kann sein, guck mal, ich will nichts Falsches sagen, aber kann sein, dass du dich auch bei ihnen entschuldigt hast. Wo war ich mit K.A. und Coach Frank live waren, hast du Tullo in die Kamera und Tullo Huu Peach. Ja, ich habe mich auch bei ihnen entschuldigt dafür. Ach so. Damals aber, ich rede vor halbes Jahr, wann war das? Bruder, er hat seine Mutter knockout. Obwohl Coach Lankör die ganze Zeit auf Ali Boumaye geht, ne, in seinen Streams. In seinen Livestreams geht er immer wieder auf Ali, Digga. Immer wieder. Bei wen entschuldigst du dich, Warak? Wallah, Bruder, du, die sagt gerade, er hat seine Mutter Nokis gegeben und du beschützt ihn. Wallah, ihr NRW, Wallah, der ist so ein Film, er hat alle seine Mutter. Aber Manu ist eigentlich Berliner, Bruder. Geborener Berliner, ja. Geborener Berliner, ja. Was wäre aus mir geworden, wenn ich Dings wäre? Wenn ich in Berlin geblieben wäre? Was wäre aus mir geworden? Ja, weniger Probleme als jetzt. Ja, viel, viel weniger. Wallah. Weil ich sag dir ehrlich, Manu, das habe ich jetzt mal ernsthaft, was ich gesagt habe über Berlin. Jesus, ein Fisch. Ja, ich bin ja so. Unloyal wäre. Sag, Bruder, er sitzt im Gericht 4 Jahre. Ja, komm, je. Ich denke, dass das reicht, Leute. Es war eine gute Unterhaltung. Ne? Ne? Ich küsse eure Herzen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Lasst noch mal ein paar Kommentare und Liebe da. Kuss geht raus an euch.